Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Car Mechanics Simulator. Der Christbaum steht immer noch da, obwohl schon längst nicht mehr Weihnachten ist. Dennoch, ja, müssen wir hier noch ein bisschen am BMW weiter rumschrauben. Denn der hat, wie wir bereits gesehen haben, richtig viele Mängel. Die gehören natürlich auch beseitigt. Das wäre unverantwortungsvoll, den da auf seinen Schäden sitzen zu lassen. Dementsprechend raus mit allem hier. Zerlegen wir mal die ganze Aufhängung und dann wissen wir mehr vom Fahrzeug. Das sieht schon mal ziemlich schlecht aus. So, dann hier den Achsschenkel runter. Dann haben wir hier noch den Reifen und alles dazugehörige. Jetzt noch den Bremssattel, die Scheibe. So, da, da. Dann noch hier den Stabi raus. Dann haben wir so gut wie alles hier hinten demontiert. Und da müssten wir doch theoretisch alles finden. Sehr gut, dann würde ich sagen, dann geht es wieder ans Zusammenbauen. Das Ding hat 65%. Da haben wir einmal 62, das reicht auch. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ist denn jetzt schon nochmal das Limit, aber ich glaube, es ist unter 40. Zustand des Fahrwerks 58% muss es haben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal gleich mal hier rüber und schauen mal, was wir am Reparaturtisch noch so gerettet kriegen. Warum repariere ich eigentlich deine, die ich gar nicht reparieren muss, ich Idiot? Da hau ich mir nur die deine zusammen. Ach, ich Vollidiot. So. So, Achsschenkel Typ A müssen wir wieder kaufen. Nee, das wäre jetzt der falsche. Hier ist Typ A. Hier haben wir. Ihn. 58 braucht man, das heißt, wir können hier mal auch die schlechteren Teile wieder verwenden. So, Querlenker, Hinterachse. Zwei Stück. Hätte ich sicher nicht kaufen müssen, wenn ich aufgepasst hätte. Aber gut,
Es geht, glaube ich, jeden Mal so. So, schrauben wir gleich mal an hier. Stabi Hinterachse. Koppelstange Hinterachse, die kaufen wir neu. Da haben wir nichts. Kaufen wir gleich mal 9 Stück. Wir haben sowieso einen Rabatt. So, da bauen wir auch wieder solche ein. Das passt dann schon. So, dann die Gummilagerbox hier nochmal eine rein. Querlenker Hinterachse. Typ B. Kommt natürlich auch ein neuer rein. Da lassen wir uns nicht lumpen. Bremsscheibe haben wir einmal 78%, die können wir nehmen. So, haben wir hier noch ein Lager, was dementsprechend passt von der Stufe. Nein, haben wir nicht. Eine Antriebswelle können wir auch übernehmen. Dann bauen wir noch eine Gummilagerbuchse hier ein. Feder kann man, glaube ich, auch nicht mehr hernehmen, oder? Ne, Federn leuchten, glaube ich. Ne, eine leuchtet nicht. Zustand Fahrgestell, Zustand Technik. Also das alles, was hier schon erledigt ist, kann ich eigentlich Markierung rausnehmen. Das ist ja wie gesagt bereits erledigt. Ich würde mal behaupten, die darf ich nehmen. Ich würde es mal frech behaupten. Ansonsten, na egal, wir riskieren es jetzt nicht hier. Einmal das hier gekauft, dann zweimal die hier gekauft. Scheiß drauf, bevor dass wir das Ganze dann wieder zerlegen müssen, nehme ich es besser gleich raus. Das drauf, das drauf. Längslenker. Wo haben wir denn den hier? Radnabe, Hinterachse, Alter, hier ist einiges, was wir neu kaufen müssen. Wo ich aber teilweise selbst schuld bin, dass wir es neu kaufen müssen, weil braucht Typ B. Haben wir wieder mal was, $95 für die Katz rausgeschmissen.
Antriebswelle Hinterachse Typ A. Wo haben wir die? So. Drauf damit. Brauchen wir einen Reifen drauf, weil ich glaube, es ist soweit hier drüben alles erledigt. Warte mal. Ja doch, einen können wir behalten, passt schon. Bleibt das jetzt das hässliche Ding hier? Ist ja egal. So. Gehen wir wieder auf die To-Do-Liste und da dürfen wir wieder das hier abhaken. Also okay. So, dann haben wir das soweit erledigt. Dann geht es hier mal auf Schwungrad. Da müssen wir erst einkaufen gehen. Den Getriebemäßig brauchen wir alle vier Teile wieder. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal auf 3. Bauen wir eh so oft was. Getriebe, glaube ich, habe ich auch zerstört, unabsichtlich. Nun sage ich ja, habe ich zerstört. V8 Typ A. Wird, glaube ich, eher ein Verlustgeschäft, das Ding hier. Ah ja, genau, das müssen wir noch. Wir brauchen nämlich noch bei Aufhängung das Lenkgetriebe. Verpflanzen wir mal da rein, dann die Spurstange kommt eine neue rein. Stabilisator vorne Typ B kommt ein neuer. Ziemlich viel zu untertauschen bei dem Kollegen. Doch Stabilisator vorne, Vorderachse Typ B gekauft. Dann bauen wir gleich mal die Gummilagerbuchse ein, sonst vergessen wir die noch. Zumindest hier drüben mal. So, die Radnabe packen wir auch gleich dran. Wenn man da noch irgendwo genau, reicht doch vollkommen. Querlenker Vorderachse können wir einen beibehalten. Stabilisator Vorder-, achso, Hinterachse war das. Jetzt haben wir den richtigen. Schauen wir mal, was haben wir noch so? Genau, das können wir wegnehmen, dann können wir hier alles wegnehmen.
Hopp. So. Gesamtzustand 62%, das dürfte reichen. Das muss reichen, so muss ich sagen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die nehmen wir raus, da kaufe ich lieber besser neue. Denn mit den Dingern darf man sich nicht spielen. Bin sogar drin bei Aufhängung. Wo sind hier die Gummilagerbuchsen? So, das schrauben wir auch wieder ran. So, 69. So, genau, da innen drin fehlt ja noch alles. Rein damit. Und rauf damit. Und dann haben wir alles soweit erledigt. Auftrag können wir beenden. Und damit würde ich sagen, war es das wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo, eine weitere Empfehlung super. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Verabschiede mich, sag tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.